Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, The Gentleman. Und wir befinden uns wieder in Europa. Leider Gottes hat es unseren liebsten Herrscher Björn II. Dahin gerafft. Und auch wenn wir versucht hatten, eine halbwegs brauchbare Nachfolgepolitik, oder eigentlich dachten, dass wir die Nachfolgepolitik ein bisschen austricksen, dadurch, dass wir, wie soll ich sagen, Blum? Blum gefällt mir nicht vom Geräusch, aber es war immerhin auf jeden Fall weder die Kamera noch das Mic. Ich frage mich gerade, welches USB-Gerät gerade sich disconnected hat. Egal. Nein, wie gesagt, wir hatten halt dann das Problem, dass wir eigentlich schon alles, was hier gelb, hellblau oder hier so rötlich von Norwegen wäre, unter einer Flagge und zwar dem Königreich Schweden vereint hatten. Doch leider Gottes führte jetzt das Erbe dazu, dass nicht nur das Königreich Schweden gibt, sondern dass unsere Geschwister auch die Königreiche hier für Norwegen bei unserem leiblichen Bruder und Finnland von unserem Halbbruder letztendlich geschaffen worden. Das macht die Situation nicht viel besser. Wir sind mittelalt mit 37, was natürlich heißt, dass wir ganz dringend uns überlegen müssen, wie wir es geschickt schaffen, unseren Brüdern die entsprechenden Reiche abzuluxen. Ob wir dort hingehen und gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Mord oder ähnlichem die Nachfolge zu regeln. Jungchen. Oh, du bist so richtig, richtig gut. Finden wir einen geschickten Ehepartner für dich. Iliana wäre nicht schlecht. Aber eigentlich wäre mir noch lieber, wenn ich... Sie wäre auch nicht ganz verkehrt. So böse wie es klingt, ich brauche jemanden, der
gutes genetisches Material in die Dynastie aufbringt. Und optimalerweise recht passig vom Alter ist. Sie wäre eine 10-jährige Amazone. Das wäre eine Möglichkeit. Sie hätte den Vorteil, dass sie wunderschön wäre. Er war 14. Ich glaube, dann nehme ich lieber die Amazone als Partnerin. Wir hätten ein paar weibliche Konkubinen. Unsere Frau ist kerngesund und eigentlich ein ganz guter Spion. Wen hätten wir hier? Sie wäre mittelmäßig. Sie wäre ziemlich alt und mittelmäßig. Und sie wäre mittelmäßig. Konkubine anbieten. Okay. Seltsam. Und irgendwo springt gerade irgendein USB-Gerät hin und her. Aber das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Okay. Die Konkubine wird einfach so entlassen. Was macht sie jetzt? Sie ist wandernd. Hätten wir was Passiges an Konkubine oder potenzieller Konkubine, sie wäre mein Jung. Sie kann erstmal beseitigt werden. Hofarzt. Jurven. Wenn du deinen Glauben wechselst, darfst du gerne bei mir eintreten. Das gleiche gilt auch für dich, Jungchen. Du wirst hingerichtet.
die kleine Nana. Soll bitte den Glauben wechseln. Bei ihr könnte ich mal gucken, ob wir Lösegeld bekommen. Das ist nicht der Fall. Er ist so und so wandernd. Aber auch dann wird sie hingerichtet. Und auch bei ihr können wir eine Hinrichtung durchführen. Das sorgt erstmal für ein bisschen Schrecken. Was mir garantiert nicht verkehrt ist. Und ja, wir möchten gerne einen Wunschstein. Im Sinne meines Vaters Björn. Und zwar in Uppland. Und was hier gerade im Hintergrund die ganze Zeit rumklingt, wüsste ich gerade mal ganz gerne. Das muss ich dann mal genauer untersuchen, wo es da gerade am Hakeln ist. Okay, mit ihm können wir keinen Krieg führen, weil wir einen Waffenstillstand haben. Was haben wir noch, was Wichtiges ansteht? Ich hätte 26. Wer ist eigentlich dieser komische Grüler? Fechten wir gegen ihn, gegen Geld. Und handeln wir zwei Bündnisse aus. Gibt es Fraktionen? Aktuell nein. Wir haben leider auch nicht mehr unsere vielen Herzogtümer, die wir direkt unter der Knifte haben, aber das sollte, glaube ich, nicht ganz so dramatisch sein. Die haben viele Verbündete. Sie können ungefähr die Hälfte auffahren wie wir. Die Frage ist nur,
macht es Sinn, zuerst unsere Geschwister zu schwächen? Oder macht es eher Sinn, zuerst hier unsere Nachbarn zu schwächen? Im Spurzenland. Da unten. Sprich, wenn wir das komplette Reich beanspruchen würden. Okay, der hätte 4,6k Truppen. Mit seinen Verbündeten. Was im Verhältnis zu meinen Truppen gar nicht mal so wenig wäre. Ist dort die Blutlinie schon zu stark? Hier auch. Das heißt, die Reiche bekommen wir auch nur über Krieg zurück. Aber trotz alledem wäre, glaube ich, das eine Option. Okay, das ging erst bei Luster. Das ist ja gemein. Wie viele Truppen bringst du auf dem Matte? 3.500. Sechs gegen 3,5 könnte funktionieren. Das ist auch eine Schlacht, mit der wir sozusagen in den Krieg einstehen können. Unsere Truppen ausheben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet.
Kriegskampf gegen Gauladre. Ich treffe rechtzeitig an der verabredeten Stelle bei Gauladre ein und stelle fest, dass Suni bereits auf mich wartet. Zusammen mit einem kleinen Gefolge an Zeugen. Da Häuptling Gryla selbst nicht kampfestüchtig ist, hat sich Suni bereit erklärt, für ihn als Vorkämpfer einzuspringen. Okay, der Bursche, der kann ein bisschen mehr. Ja, und Grüler. Die Formalitäten sind reich ausgehandelt. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Und den Zeitpunkt, diese Angelegenheit nur mit Worte zu regeln, haben wir längst hinter uns gelassen. Die Waffen werden ausgegeben und unsere Gefolge ziehen sich zurück, um den Kampf aus sicherer Entfernung zu beobachten. Möge der Beste gewinnen. Zu Beginn des Kampfes umkreisen Suni und ich uns einige kurze Momente eher gemächlich, wobei jeder eine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich mache meine Axt bereit, um mich zu verteidigen, während er seine Axt fest in der Hand hält. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beunruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechts an. Azuni verschwendet keine Zeit und begegnet mir mit einer heftigen Reihe von mächtigen Hieben, die mich Schritt für Schritt zurückdrängen. Also, wir können bessere Menschen als ihr sind dabei gestorben, als sie meine Abwehr durchbrachen. Also, wir könnten uns auf die Abwehr konzentrieren. Dann bekommen wir einen geringen Anstieg der Erfolgswahrscheinlichkeit. Unser Verletzungsrisiko wird nicht erhöht. Und wir bekämen 5 Anspannung, weil wir zornig sind. Wir könnten zu einem Blitzangriff übergehen, zu erschlagen, hart zu schlagen, en garde. Ihr versucht Suni gleich zu Beginn eures Gefechts zu überwältigen. Sehr hoher Anstieg der Erfolgswahrscheinlichkeit und hoher Anstieg unseres Verletzungsrisikos. Oder wir könnten sagen, mehr habt ihr nicht zu bieten, ihr könnt mich ja nicht einmal treffen. Gegner ermüden. Indem ihr eine Weile auf die Defensive setzt, lässt ihr Suni sich ermüden, während ihr selbst wach und frisch bleibt. Es wird für meinen Feind schwerer, mich zu verletzen. Geringer Anstieg der Erfolgswahrscheinlichkeit, kein Anstieg des Verletzungsrisikos. Wir gehen direkt in die Schlacht. En garde! Ich lege meine gesamte Kraft in meinen ersten Schlag und springe meine Axt heben geradewegs auf Suni zu, wobei ihn mein Angriff taumeln lässt. Im Namen der Eilväter von Tyr, leidet Frevler, schreit Suni, seine Axt in den Himmel hebend. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf. Und die Haltung von Suni ist formidabel. Mein Gegenüber wehrt meine Angriffe nach wie vor gut ab, doch er wirkt wie kurz vor dem Scheitern. Und wir gehen weiter in den Angriff. Angriff Parade, Riposte! Auf mein Gegenüber einprasselnd werfe ich mich heftig gegen die Deckung von Suni und zermürbe ihn. Jeden meiner perfekt abgetasteten Angriffe. Suni zieht sich nach jedem meiner Schläge zurück und lässt mich angreifen, ohne dass ich einen weiteren ordentlichen Treffer landen würde. Es dauert nicht lange, bis ich spüre, dass ich müde werde. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf. Ich habe das Gegenüber in die Bredouille gebracht, muss den Sieg aber nach wie vor gut vorbereiten. Und wir gehen weiter in die Offensive. Auf mein Gegenüber
Einprasseln werfe ich mich heftig gegen die Deckung von Suni und zermürbe ihn mit jedem meinen Angriff. Suni nimmt eine defensive Haltung ein und tut sein absolut Bestes, um meinen Angriff abzuwehren. Der Mann verfolgt jede meiner Bewegung mit den Blicken. Meine Form ist ausgezeichnet. Ich kann nicht weiter als einige gut platzierte Attacken vom Sieg entfernt sein. Denn ermüden wir ihn mal. Ich lasse mir Zeit, bleibe ruhig, mische unerbittliche Paraden, Ausweichungsmanöver laugen mein Gegenüber unaufhaltsam aus. Man muss Suni zugestehen, dass er länger durchhält, als ich gedacht hätte. Doch schließlich beginnt die schiere Dauer unseres Kampfes, sichtbar Tribut von ihm zu fordern. Ich führe dieses Spiel noch eine Weile fort, nur um sicher zu gehen, und bringe meinen Gegenüber mit gelegentlichen Angriffen dazu, weit anzugreifen. Schlage ihm dann mit einem einzigen mächtigen Hieb die Axt aus der Hand. Das Schiff gibt Suni auf und fällt schließlich mit dem Gesicht voran. Ich gewinne den Zweikampf gegen Suni aufgrund eines jenen Todes. Suni hat die Eigenschaft verwundet, der temporäre Kampf- und Charaktermodifikatoren wurden entfernt. Ich bin siegreich. Ich lehne mich in Sigtuna genüsslich zurück und erfreue mich an meinem Erfolg. Meine Axt im Schoß. In einer idealen Welt hätte ich den Siegtreffer unmittelbar gegen Häuptling Grilla gelandet. Leider sollte ihm nicht so sein. Ich musste mich damit zufrieden geben, Suni zu breit zu schlagen. Ein Sack mit Silber reibt gegen mein Schienbein. Der befriedigende Druck des greifbaren Belegs, dass der Gerechtigkeit bestens Genüge getan wurde. Ich ließ mir jede Münze vor aller Augen einzeln abzählen, bevor wir den Heimtritt antraten. Gestern brachten wir unseren Zwist vor dem höchsten Mächten vor und Götter trafen eine weise Entscheidung. Sie dürfte ein bisschen Stress erhalten haben. Sieht auch richtig übel aus. Suni geht's halbwegs okay. Der Gerechtigkeit ist zu Genüge getan. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen König und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach ein paar Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl gestellt. Helfdan, ein erfahrener Arzt, recht jung, eine graue Eminenz. Nachsichtig, ehrgeizig und faul. Oder der Bursche. Helfdan klingt doch ganz gut. Wird auch gleich mein Hofarzt. So, unsere Truppen haben sich zusammengezogen. Meine Vasallin hat mir ein obskures Gesetz im Häuptlingschor Zierzipania berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde ich auf derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit, Oberhäuptling Maria, meine Vasallin und derzeitigen Herrscher von Häuptlingtum Zierzipania, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Maria darf ihren Titel behalten, von meinen Gnaden aus.
Gehen wir doch mal in die Belagerung über. Dort unten hängen schon mal ein paar Verbündete vom Feind fest. Während wir hier die Belagerung fahren. Wir haben das Hauptbuch entdeckt. Ja, Onager klingen doch ganz praktikabel. Allein in der großen Halle. Ragnar hat bei unserem letzten Fass mal offenbar so seine Schwierigkeiten. Er versteckte sich nur unter einem der Tische und versteckte sich dort das Gesamtessen über. Widmet eure Aufmerksamkeit in Essen, wenn euch die Gesellschaft nicht gefällt. So. Dort haben wir schon mal eines unserer Kriegsziele erobert. Dann ziehen wir doch mal weiter Richtung des Feindes. Oh. Wo versuchen sie uns zu belagern? Hier da unten. Auch das bekommen wir hin. Wir haben doppelt so viele Mann wie sie. Haben schon mal die Jungs zurückgeschlagen. Wir haben irgendwo einen Überfall. Da können wir gerade nichts dran ändern. Aber hier bei der Schlacht haben wir immerhin einen der Gegner erschlagen, einen verwundet und ohne größere Verluste. Teilen wir uns mal die Truppen. Häuptling Milus. Okay.
Versuchen wir mal weiter, die Leute hier unter Druck zu setzen. Und da oben kommt eine stärkere feindliche Armee. Das heißt, wir sollten unsere Armeen hier zusammenziehen, dass wir dort die 2000 Mannen von Kaudas wir gestatten beiden, dass sie nach ihrem Dolce Gusto handeln. Oben haben wir inzwischen unsere Kriegsgegner, die versuchen mit vereinten Armeen das Reich so weit zurückzuholen. Ist ein scharfsinniger Intellektueller geworden. Das ist auch gar nicht mal so übel. Dann ziehen wir erstmal weiter nach Norden. Unsere Königin ist schwanger. Wir gucken mal, dass ihr da durchkommt, während ein Teil der Truppe die nördliche Route versucht. Zieht schon mal weiter. Ja.
Das wird eine gute Schlacht. Wenn wir gut in der Überzahl sind, wenn wir noch weiter gut würfeln, dann bekommen wir das Ganze gewuppt. Einen der Oberhäuptlinge haben wir dort schon mal gefangen gesetzt. Den Izzy, den haben wir erschlagen. Auch die Menschen von Onega. So. Dann belagern wir gleich nochmal hier Kitka. Ragnar wird erwachsen und wird ein charismatischer Verhandler. Hat noch keine Partnerin. Da wäre doch Edla eine Variante. Wie schnell sie doch flügge werden. So, und habe jetzt alles Notwendige sichergestellt, als dass wir den Krieg für uns entscheiden können. Ein paar mächtige Schlachten geschlagen. Wie sieht es mit meinen Champions aus? Turi. Du hast eigentlich, dass du Land von mir bekommst, die falsche Kultur. Dann bekommt Juven diesen Strich unter seine Jurisdiktion. Unsere Halbschwester kann heiraten. Auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wäre eine spannende Verbindung. Sieht doch nicht gut aus. Das sieht noch weniger gut aus.
Das wäre unser Neffe. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie es dann weitergeht, wisst ihr was? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Gentle.